Hey, ja. Willkommen zurück zu Crimson Sea. Zur nächsten Mission. Beim letzten Mal haben wir eine Mission abgeschlossen in der Stadt und haben dort ja unsere zwei Teamkollegen gefunden, die uns ein bisschen geholfen haben, wobei die dann im Bosskampf ja dann sich abgesetzt haben, leider. Aber nun ja, trotzdem können wir schauen, was wir in der letzten Mission alles kennengelernt haben an Gegnern. Nämlich zwei neue müssten das dann sein. Nämlich einmal, ja, die Aquamöbe. Das waren diese kleinen auf Boden. Aber möbenartiger Feind. Im Gegensatz zu seiner Erscheinung kann er sich schnell bewegen und relativ hoch springen. Ah ja, okay. Dann haben wir das, den Aquaquack. Das war der Bossgegner. Ein Feind, der sich aus vielen Aquamöben zusammensetzt. Kann nicht nur in kleinere Mutons zerfallen, sondern auch Menschen verschlucken. Ja, ist uns ja da ein paar Mal passiert. Aber wir haben es überlebt. Also war es nicht so schlecht, so schlimm. Wir haben es ja geschafft. Geschichte, was ist das? Das ist, glaube ich, nochmal eine Cutscene. Kann man nochmal alle Cutscenes angucken. Aber für uns nicht wichtig, da wir das ja gucken hier als Let's Play. Gut, wir können weitermachen mit dem nächsten, mit der nächsten Mission. Und ja, machen wir das, würde ich mal sagen. You're full of it. All you did was get your butt out of there. Hey, don't get so angry. Out of the goodness of our hearts, and just to show you how broad-minded we are, we'll even go so far as making you a squad leader, if you ask nicely. If we ask, don't you mean, please, we beg you to be our leader? How many more in the squad? No one else? Well, I'm done. Let's get out of here. The mutons are coming! We gotta get our butts to the staging area! All right, G-Squad, move out! Yeah, all four of us. The defense system was, tripped. The guard walls are down. It's nothing. Lucky. All's well. But the sensor... it's picking up signals. Zerstöre die Mutons, die in das Kraftwerk eingedrungen sind. Zerstöre die Mutons. Das ist unser Missionsziel. Im Libitum-Werk. Das machen wir jetzt. Okay. Gut, dann will ich mal sagen, los geht's. Ach du Scheiße, hier geht's noch nicht ab hier. Magma-Lauf, Magma-Lauf erhalten. Was ist ein Magma-Lauf? Gleich mal upgraden, würde ich mal sagen. Magma, hochfrequentes Schnellfeuer. Entlässt schnelle Partikelgeschosse. Ja, will ich. Ja, machen wir mal, ne? Gucken wir, was das bringt. Oh ja. Ah, jetzt können wir mal rumballern. Ah ja. So. Okay. Ich verstehe. Hier geht es auch ziemlich ab hier. Ja, und wieder drauf. Ja gut, ist so ein bisschen Zeitparkenspieler und Hack and Slay zugleich. Ja, also Hack and Slay ist in dem Fall jetzt, wenn ich das so sehe, auch. So. Okay. Alles klar. Oh, oh. Was ist denn hier los? Ja. Okay. Das meine ich jetzt mal wegen Hack and Slay. Was dann nämlich auch mal zukommt, ist schon übel. Ja. Okay, mal irgendeine Kombo oder so. So, 150. 200. Okay, da mal irgendwas auf bei. Alter. Ist er Lebensenergie? Ach so, nee, ist okay. Ich dachte, der eine wäre ziemlich verletzt, aber... Boah, was ist denn hier los einmal?
Der wimmelt hier an Gegnern. Auf jeden Fall. Damit rumlaufen. Beim Ende. Ja, hier gehen ab in den Kraftwerk hier. Und wieder so viele. So. Anders. Ich glaube, man sollte irgendwie Lebensenergie, kann das sein? Wenn man da diese erwischt. Alter! Irgendwann in der Art. Ja, sind das Lebensenergie. Alter, hier wird der rumgeballert. Ja, in dem Fall gut. In dem Fall ist wieder ein Shooter. Man kann natürlich auch sich halt auch entsprechend mit dem Schwert reinschmeißen ins Getümmel. Dann ist es ein Hack and Slay, ne? So kann's gehen. So. Was denn da? Medikit M. Na, brauchen wir aber nicht. Meine Kollegen wollen aber gleich, wenn das weitergeht. Alter, ey. Was ist hier los, sag mal? Oh. Alter. Wie kommt denn da? Boah. Alter, hier geht's ab. Hier metzelt man Gegner ab, und zwar nicht wenige. Ah! Ach, das Kraftfeld deaktiviert sich nach und nach. Das habe ich jetzt erst gesehen. Ja. Man muss entsprechend viel töten, damit man irgendwie Boni kriegt oder so. So. Ja, wieder alle. Boah, das ist krass. Kann nicht wahr sein, ey. Nicht so wie alle. Boah. Alter. Ja, hier hat man keine Zeit irgendwie. Hier ist man voll im Konflikt. Sollen wir meine Leute mal heilen, hä? Warte mal, kann ich das irgendwie machen? Medikit S an Yang Kun. Das ist nur gut. Und Ki und Kazak. So. Bis wieder, bis besser geht. Oh! Alter! So hast du nämlich jetzt der Hack and Slay Teil. Im Grunde. Boah! Alter! Ja. Mach mal hier 50 auf einmal Platz. Wir gehen nicht Medikit L. Ja, sehr gut. Boah, wo kommen die alle her? Und wieder mal mit rumballern. So. Ja, hier messelt man so viele Gegner mal schon mal ab hier. So. Das ist schon übel. Komm hier denn her, das kann doch nicht wahr sein. Puh. Ja, mittlerweile sollten wir es wie so in Kontrolle gebracht haben hier, ne? Da kommt noch mehr. Natürlich. Und alle abmunzen. Boah! Rang A, weil jetzt haben wir gekriegt. Boah! Ja, aufgrund, weil wir zu viel Schaden erlitten haben. Nee, wahrscheinlich, das, ich glaube, das betrifft auch nur den Schaden unserer Kollegen. Weil jetzt mal eben so 2000 Gegner in dieser Mission in 7 Minuten abgemurkst. Ja, das war schon. Da war schon viel los, ja? Da war schon viel los.
Aber wir haben wieder Rang A erhalten, war also nicht so schlecht. Und ja, Magma 1 Level ist gestiegen. Power 1. Also Level, die können auch Level aufsteigen. Die Waffen. Wenn die Sprengen ausführlich nutzt und bei 2000 Gegnern. Das war schon was. Das war aber jetzt eine kurze Mission. Aber das war's trotzdem. Das war trotzdem schon. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser actionreichen Mission. Da ging es ja irgendwie ab. Und ja, denkt mir mal in die Kommentare und an die Bewertungen. Und damit danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.